Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiled mit den Abenteuern unserer jungen Schildmaid. Ja, allzu viel habe ich gestern nicht mehr vorbereitet. Aber ein bisschen was. So, Warum läufst du nicht? Man weiß es nicht. Warum läuft er nicht? Was soll denn das? Okay, so. Was habe ich getan? Ja, ich kümmere mich weiter um Baumaterial. Ein bisschen was haben wir auch fertig. Ich hoffe, dass ich jetzt die Foundations kriege. Ich habe jetzt mal angefangen, alchemistische Grundsubstanz herzustellen, weil wir dafür ja jede Menge für die Rüstung brauchen. Hier läuft auch noch einiges an Gold- und Silberstaub jetzt durch. Dann müssen wir wirklich, muss ich mich jetzt einmal um Öl kümmern und dann auch noch um, oh, ich will es jetzt nicht sagen, um Unsekret. Warum kann ich mir das nicht merken? Das ist unglaublich. Das werde ich dann gleich wahrscheinlich mal eben einmal ein bisschen farmen gehen. Und dann muss ich mir nur überlegen, ob wir die Elefanten zusammen machen wollen. Weil wir brauchen ja jede Menge Elefantenhaut. Und dann werde ich nochmal in Ruhe gucken wegen der Rüstung. Ich denke für mich, also für meinen, für die Schildmaid, werden wir da aus mittlerer und leichter Legionsrüstung ein bisschen mischen. Und für die Begleiter werde ich dann die schwere nehmen, die erlöste oder lautlose. Aber das muss ich mir dann nochmal ganz in Ruhe angucken, wenn ich die Mats zusammen habe. Wir müssen erstmal die ganzen Polsterungen herstellen. Na, wieso will er da nicht hin? Achso. 23, da wird wieder nicht reichen. Naja. Warum muss denn hier eine hin und daneben nicht? Hier ist eine Kuhle. Ist ja unglaublich. Nein. Nein. Was tust du? Was tust du? Wow. Was tue ich? So rum. Vier Stück. Ja, schade. Naja gut, hätte eh nicht für die Wände gereicht. Gut. Aber wir sind fast durch mit den Fundamenten. Es fehlen, naja, wie immer, Bretter. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch insgesamt nochmal 800 oder so, die durchlaufen. Machen wir die auch noch schnell. Oh,
Oh, da ist ja ein böser Hügel. Oh, komm ich da noch dran vorbei? Weiß es nicht. Na, wird knapp. Wird knapp. Na, wird nicht passen. Verdammt. Was ist denn? Wir sind da drei weiter raus. Ich jetzt einfach so machen. Behaupte, das sollte so sein. Ich mach das jetzt erstmal so. Dann gucken wir, wie wir da mit dem Platz rauskommen. Wird man letztendlich nur sehen, wenn wir dann mal wieder von oben gucken wollen. Ansonsten sieht man es ja eh nicht. So, da ist offen. Dann können wir hier jetzt noch aufmachen. Okay. Naja, auf jeden Fall ist es zu. Und ich habe erstmal wieder ausreichend Platz. Ich habe immer noch nichts zu essen eingesteckt. So, bei den Rädern war ja nichts mehr drin, ne? Nee, da haben wir nichts geholt. Nehme ich mir mal das Essen. Die kann ich auch rausnehmen. Zu den Schweinis. Das ist auch noch ein bisschen. Ich müsste jetzt die ganzen Begleiter nochmal durchgucken. Wer von denen Essen hatte. Die nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ich hab das weggenommen, mein Gott. Ich bin ja so gründlich. Was ist los? So. War hier noch was drin? Nein, ich habe nämlich mal hier die Rüstung hingestellt. Weil ich mir das mit den Werten sowieso nicht merken kann. Und wenn wir die dann herstellen, kann ich da zwischendurch mal spieken gehen. Wegen den Werten. So. Was mache ich jetzt als erstes? Weiß ich gerade nicht. Die wieder rein. Die können rein. Läuft das auch? Ja, ich muss jetzt nur einen Break machen, weil wir haben so viel zu farmen. Du hast noch ausreichend, ne? Ja. Du sowieso. Und da läuft auch noch. Stahlverstärkung haben wir auch noch. Also, ich muss mich um Wundsekret kümmern.
Ich muss mich um Öl kümmern. Und um Elefantenhaut. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal einmal hier eine Runde durch die Gegend und besorge erstmal mal Samen fürs Öl. Dann gehe ich runter zu den Spinnen wegen dem Wundsekret und lanze den Elefanten. Aber zu den Elefanten werde ich nicht alleine gehen. Da nehme ich auf jeden Fall die Begleiter mit und ich muss da mal gucken, ob ich euch mitnehme oder ob ich euch dann im Anschluss an die Farmrunde dazu hole. Kommt jetzt drauf an, wie schnell ich vorankomme, aber ist noch früh. Ich hab noch Zeit. Nun, ich sag erstmal bis gleich. So, da bin ich erstmal wieder zurück und ja, faszinierend, wie ich das jedes Mal wieder aufs Neue unterschätze. Was für ein Aufwand das ist. Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es erstmal nur eine Rüstung für mich gibt und meine Begleiter kommen dann so nach und nach, weil das, ich weiß gar nicht, ob ich das heute für mich alles zusammenbekomme. Erstmal wieder Öl durchlaufen lassen. Die eine Fuhre hatte ich schon durch. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das jetzt so hinkriege. Wir können... Ja, ist egal. Wundsekret habe ich jetzt keins mehr. Muss ich erst besorgen. Wir gucken mal wieder nach den Brettern. Und dann schmeißen wir die nächsten wieder an. So. Naja, zumindest Bretter sind schon mal einige in der Zeit wieder durchgelaufen. Ja, die ersten 45 gehärtetes Leder hatten wir. Danach war mein Öl einfach alle. Und ich glaube, ich nehme das jetzt hier mal raus. Reichen. Packe ich drüben in die eine Kiste. Oh, Bienen habe ich hier drin. Die wird ja keiner essen, ne? Gehe ich mal von aus. Hoffe ich. Ja. Weil wir müssen ja nicht nur die Nashornhaut haben. Ich brauche ja auch noch ganz viel dickes Leder. Damit wir verstärktes Leder kriegen, damit ich mir das gehärtete Leder herstellen kann. Ich glaube, allein für ein Rüstungsset brauche ich 155 gehärtetes Leder. Irgendwie sowas in dem Dreh. Das heißt, ich muss jetzt Leder besorgen und dann immer noch Wundsekret. So, das würde bedeuten, wir gehen jetzt erstmal über Chaosmund zur Oase, machen da die Nilpferde, dann jetzt muss ich mir überlegen, wo waren das noch? Hier, ne? Hier zur Spinnenhöhle. Und dann hoch in die Wüste. Ob ich die Wüste jetzt mache direkt, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich das Leder erstmal wegbringe, damit da schon mal das dicke Leder verarbeitet werden kann. Dass das in zwei Schritten abläuft. Achso, zwei Level habe ich wieder gemacht. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um mich selber. Naja, wir gehen erstmal. Wir gehen jetzt voll auf Autorität. Solange die Begleiter noch sind, was sie sind, ist der richtige Ausgang, ja.
Jui. Aber es ist echt so, ich unterschätze es echt jedes Mal. Moment, wo bin ich denn hier? Achso, ich muss weiter nach da. Oh, wir hatten da einen Stein hingelegt. Ja, ich glaube nicht, dass ich heute in der Folge schon meine Rüstung fertig kriege. Selbst wenn ich die Matze zusammengefahren bekomme, muss ich ja noch alles weiterverarbeiten. Oh, nerv nicht. Oh, das ist Kohle. Warte. Du gibst mir... Welches Leder? Nee. Die Kohle nehme ich mit. Diesmal denke ich dran. Na, vielleicht sind die am Rückweg schon wieder nachgespawnt. Kann ich die zweimal mitnehmen? So, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ah, direkt da. Null. Hüpf. Hey. Bin ich verrückt? Kann ich hier nicht durch? Ach, noch ein Stück weiter. Ach, letztes Mal bin ich da an der Brücke, glaube ich, hochgeklettert. Glaube ich. Ist ja auch schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her. Da ist noch mehr Kohle. So, wir sind doch bestimmt noch wieder... Ach, die ignorieren wir. Quals. Steckt das Schwert wieder weg. Hä? War hier nicht auch ein Weg nach unten? Oder war das nur drüben auf der anderen Seite? Ich bin verwirrt. Also, alles beim Alten. Alles beim Alten. So, jetzt nochmal. Rechts. Und da ist der Bau. Dahinter erst, ne? Ah. Equal. Müssen jetzt mal gucken, wie wir weitermachen. Gemeinsam. Agrohirsch. Eklig. Ach, da drüben muss ich hin. Ach, ich bin auch. Will ich gerade orientierungslos. Da drüben ist die Oase. Ist ja nicht so, als wenn ich da nicht ein Jahr oder länger gewohnt hätte. Nashörner sind so cool. Im Vergleich zu Elefanten. Weiß zwar nicht, warum Elefanten so viel mehr aushalten wie Nashörner, aber ist halt so, ne? Ich hoffe. Oh Gott.
Nein. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich kann auch nicht so ein knuffeliges. Jungtier abschlachten. Auch wenn ich eine Barbarin bin, aber irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann ist Schluss. Kleines, guck weg. Was machst du denn hier? Ach, da bist du. Schnell, lass uns beeilen. Dein Baby guckt gerade nicht. Ah! Genau, wir tun es, als wärst du da runtergefallen. Hast du gut gemacht. Baby hat es nicht gesehen. Hey, bleib hier. Wir können gleich noch. Hat immer noch die Schlange? Ich frisst bestimmt gerade ein Baby. Okay, dann lass uns das Special-Ding dann noch machen. Und dann gehen wir weiter und... Ja, ich weiß auch nicht, wo die großen hin sind. Halte dich einfach von der Schlange fern. Da ist die Nervensäge. Ich back bestimmt gleich wieder 20 Mal in den rein. Da ist es wieder soweit. Ich dachte gerade schon. Gehärtetes Leder, yay. 500, naja. Ist ein Anfang, ne? Ist ein Anfang. So, dann gehen wir zur Spinnenhöhle. Wir ignorieren die kleinen. Bist Schlangen. Ja, ja, ich höre euch ja zischeln. Ist ja gut. Alles gut. Ich hab schon wieder vergessen. Axt oder Pickel? Ah ja. Ist ja nicht so. Das ist jetzt letztens auch noch in den Kommentaren gestanden. Ach Gott. Wir werden es herausfinden. Ich
Bin zur Seite gerollt, ich schwöre. Ich schwöre, Bruder. Vertrau mir. Ah, Picke. Naja. 52 ist ja schon mal was. Machen wir jetzt einmal die Spinnenhöhle. Die paar hier draußen. Dann würde ich vielleicht sogar noch mal. Da bist du. Wolltest du gerade runter? Ja. Wo sind deine Schwestern? Na! Ah! Blöde. Nuss. Extra gewartet und dann, wenn ich die Pickel raushol, kommt sie. Wo ist die letzte? Ah, ne, kommen noch zwei, ne? Oder eine? Ne, zwei. So. Dann wechsle ich gleich auf die Axt. Nur für euch. Fackel für den Liebesknüppel. Und zack. Jetzt haben wir hier Doppelbeleuchtung. Leuchter, Axt und Fackel. Oh, toll. Dachte, ich treffe die. Könnte noch die Zeile mitnehmen. Da im Rückweg. Also im Weg nach draußen. Ist da gerade ein Sandsturm? Jo. Oh! Ich habe doch heute, ne? Warum drehe ich den Rücken zu? Oder guck mal woanders hin. Kommen sie angeschlichen. Na komm. Sandsturm, wir haben Zeit. Wir wohnen ja nicht mehr ganz so nah an der Spinnenhöhle. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr täglich vorbeikommen. Ich bitte sie. Wow. Krieg ich die nicht abgebaut? Kann doch nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch alle vor Ulken. Muss vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke. Indem ich jetzt die Videos von Julian Bam und die Gronkh-Reaktion darauf gesehen habe. Nein, falsch. Ich will ja nicht, dass meine Videos auch verschwinden. Nee, ist nicht witzig. Also wer das noch nicht gesehen hat, ruhig mal reingucken. Bei einem von den beiden. Weil es da halt einen Modus gibt für YouTube und tja. Der kann schon mal bis zu 90% an den Uploads schlucken. Aufgrund irgendeiner. Ich hab die nicht abgebaut. Verrückt. Wilden Algorithmus. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon mal drüber geredet? Bin mir nicht sicher. Ich da schon mit euch drüber geredet habe.
gerade wenn jemand so vielleicht Horror-Let's Plays macht oder so. Ich verschwinde wohl gerne alle. Obwohl sie auf grün angezeigt werden und sonst irgendwas, sind sie alle weg. Könnten jetzt natürlich noch runterspringen. Hier die Seite kann ich wieder abbauen. Also die Spinnenfäden. Faszinierend. Ich habe nur gehört, irgendwie die auf dem PietSmiet-Kanal irgendwie 90% der Videos, die wegfallen. Heftig. Pandorias Channel ist für manche Leute wohl gar nicht zu sehen. Da kommt nur Error 404. Schon nicht bitter. Naja. Wer es nicht kennt, vielleicht mal gucken. Wenn er oder sie denn da Interesse dran hat. Sollen wir hier unten auch noch machen? Stecken Sie die Fackeln weg, junge Frau. Entschuldigung. Genau. Ja. Ich hab schon wieder vergessen, ne? Konnte ich mich hier festhalten? Ich weiß es nicht mehr. Oder klatsch ich jetzt wieder in den Ton? Weil ich habe ja wieder keinen Doppelsprung. Noch. Konnte ich hier ohne Doppelsprung heil runter? Ich hoffe. Wenn nicht, mach ich den Tier wohl dann ohne euch. Nee, kann ich nicht. Oh, ich werde sterben. Ich werde sterben. Nein, ich habe es überlebt. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Wo ist die Spinne? Diesmal nicht. Mistviech. Ja. Erstmal das Spinnenblut abwischen. Dreihundert. Na, den komischen Gottesanbeter da machen wir ja auch. Kann ja nichts. Glaube ich. Sneaky. Hab ich mal eine überrascht. Und wurde nicht in den Hintern gebissen. Sieht aus wie eine Schrifttafel. Ist aber keine. So, da gehen wir dann gleich raus. Hier steht der Dolle. Hab August der Brüter. Nichts von fast gelernt. Auf Wiedersehen. Er hat bestimmt ein aufregendes Leben hier unten. War das schon alles an Spinnen? Sieht so aus. Dann hier kommt 7 und die 8. Und dann heißt es gute Nacht. Unrealistisch. Ja, trau dich. Sehe wieder nix. Das hilft ja alles nichts.
Monster. Hallo? Ah, jetzt habe ich hier keine Ausdauer. Aber richtig schlecht getan. So was kennen unsere kleine Schildmaid hier von zu Hause da. Da haut die solche Viecher schon zum Frühstück raus. Zack. Geht das nur. Wenn die über den Frühstücksteller krabbelt. Ja. Glaubt er nicht, ist so. Schwarzes Färbemittel? Echt? Erfordert einen farbigen Kristall? What? Ich habe noch nie gesehen, die Kiste. Okay. Faszinierend, Mr. Spock. Hab ich noch nie gesehen. Was hab ich denn hier noch so übersehen, all die Jahre? Hier ist nichts, ne? Gut, dann mache ich wieder Licht für euch an. Dann gehen wir raus und dann würde ich sagen, zählen wir mal unser Wundsekret. Ja, Seide reicht jetzt erstmal. Brauchen wir nicht mehr sammeln. Moment. Wo ist denn der Dulli? Ich muss doch bei dem Dulli hochgehen. Hier der Nesthocker da. Sind nur die kleinen Spinnies. Wo seid ihr? Welche von euch springt mich gleich wieder an? Du? Kann ich die zwei abbauen oder? Kommt mich dann wieder einer anspringen? Bleiben Sie hier. Hallo. Verschämt. Ich glaube, die Fackel brauchen wir aber nicht, oder? Nee, komm, nehmen wir die. Ein bisschen. Haltbarkeit sparen an meinem Katana, solange ich noch keinen Ersatz habe. Das passiert mir auch ab und zu. War eine männliche Spinne. Hat die Länge falsch eingeschätzt. Die Distanz. Das gibt eine Copyright Strike, wenn du weitermachst. Hallo. Du bist aber ein Hübschi. Und gemein. Du hättest dich zur anderen Seite drehen sollen. Halt dich doch mal ans Skript. Hallo? Ach, guck mal. War bestimmt ein Männchen von der. Von der großen hier. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr. Spinnen? Sind da auch die Männchen bunter? Ja, ne? Ich glaube schon. Bei Spinnen sind auch die Männchen bunter. Und dafür aber kleiner. Ich meine, es wäre so gewesen. Oh. Hallo? Jetzt habe ich sie verwirrt. Da waren doch gerade noch zwei. Wo sind die denn? Hallo? What? Das sind keine typischen Spinnengeräusche, da bin ich mir aber sicher.
F. Keine Ahnung. Ich gehe weg. Ich bin raus. Tschüss. Süß. Naja, ich denke, mit dem Wohnsekret komme ich auf jeden Fall schon mal wieder eine Ecke weiter. Und will ich mir jetzt gleich Abendbrot machen. Und dann kann in der Zeit wieder ein bisschen was an Leder und so durchlaufen. Und dann mal gucken, ob uns nur noch die Elefanten fehlen. Hey, bleib hier. Hätte es auch rollen können. 2889. Abkürzung des Flüchtlings, so hieß das hier. Oh, hallo. Diesmal hab ich mich wieder unter Dings verschätzt. Unter über verschätzt. 2993. Ja. Jetzt bei den Lochis, ne? Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal zurückgehen. Damit der ganze Krempel laufen kann. Wir könnten natürlich noch eben Dietrich mitnehmen. Krokodil und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wenn ich nachher auch schon mal abschätzen, ob das Leder technisch, also jetzt von den dicken Häuten und Wundsekret technisch reicht. Ich befürchte, ich muss noch zwei, dreimal die Ölproduktion ankurbeln. Dann machen wir dann morgen die Elefanten. Ah, noch mein Freund. Dann nicht mehr gesehen, hä? Ich will nicht auf dir drauf sitzen. Bin ich schon zweimal ausgewichen, habe ich trotzdem noch getroffen. Nervt. Häng ich fest. Kroko war mal schöner, ehrlich. Ich stand auf deiner Schnauze. Wie hast du das denn gemacht? Mistviech. Ich hier nichts Gescheites raus.
würde ich noch, wie da hinten die Kiste stand. Schnief. Mit dem Koko können wir nicht mehr vernünftig ausweichen. Aber ich verstehe nicht, warum die Spinne dann letztens wieder funktioniert hat. Vielleicht liegt es auch an mir. Es liegt nicht an dir. Es liegt nur an mir. Bitte melde dich. Der Krokokampf, der... Na, ich glaube, wir machen den nochmal. Ein-, zweimal. Dann ist der auch wieder drin. Dafür lief das Nashorn heute gut. Da bleibe ich ja normalerweise immer mal oder öfters drin festhängen. War heute, glaube ich, nur einmal, ne? So, dann haben wir hier noch ein Spinnchen. Ey. 3091. Man kann sich doch sehen lassen. Da kommt man auf jeden Fall weiter mit. Nun gut, ich denke auch, die Folge ist jetzt auch schon wieder in der Überlängen-Ecke. Ich weiß nicht, wie lang der vorherige Teil war. Aber ich glaube, das waren auch knapp 20 Minuten. Und dann sind wir bald schon wieder bei einer Stunde. Dann mache ich den Rest des Weges jetzt ohne euch. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.